zeige jetzt, wie man kleine Teller glasiert. Dazu werde ich zunächst den Boden mit Wachs einstreichen, damit hier die Glasur nicht anklebt. Auch hier diese Rinne oder diese schräge Kante nicht dazu da, dass hier keine Glasur hinkommt, damit die Glasur beim Brennen nicht an der Einsatzplatte des Ofens festklebt. So. Das lasse ich jetzt ein bisschen trocknen. Diesen Wachs, das ist Flüssigwachs, kriegt man im Handel. Man muss darauf achten, dass wenn man damit auf eine Stelle kommt, wo später dann Glasur hin soll, das kriegt man nicht mehr weg. Da müsste man zuerst ausbrennen, weil der Wachs geht erst beim Brennen wieder weg. Den lässt man auch drauf, bis auch der kommt so in den Ofen. Ja. So. Gut, dann habe ich hier seinen Wäschehalter. Damit kann ich das Gefäß nun eintauchen in die Glasur und kann bis hier eintauchen oder bis weiter oben. Da nimmt es dann keine Glasur an. Ich habe hier den Eimer mit Glasur. Man muss ein bisschen darauf achten, dass das gut hält. Der hält aber nur auf dem Wachs, auf dem rohen, Gefäß würde der nicht halten. Dann rühre ich die Glasur. Schauen, ob das noch hält. Nein, hält nicht mehr. Nochmal lösen. Also man kann das nicht zu lange machen. Man muss das wirklich sofort tauchen, solange es hält. So. Eintauchen. Wenn man das Gefäß eintaucht und schnell hochzieht, wird das Gefäß auch innen glasiert. Wenn das ein bisschen angetrocknet ist, ja, kann ich das wieder lösen. So. Und jetzt wische ich den Boden sauber und mein Tellerchen ist fertig. Mit diesem Wachs hält die Glasur fast nicht mehr, also es gibt schon noch Stellen, wo man mit dem Schwamm ein bisschen nachhelfen muss, aber es ist viel einfacher, wenn man so mit Wachs arbeitet. Den kann man auch ein bisschen wegkratzen, wenn es noch Stellen haben soll, kann man das
wegkratzen. Nie vergessen, die Glasur aufzurühren, weil die Glasur sich setzt und die Bestandteile dann am Boden sind und nicht mehr schweben. Somit würde gar keine Glasur oder fast keine Glasur aufgenommen. Eintauchen, hoch, hoch. So, besser. Nicht drehen, weil jetzt viel Glasur unten ist, dann nehme ich das zuerst mit dem Schwamm ein bisschen weg, so. Wenn ich genug Wachs drauf habe, kann ich das sogar mit dem Messer schön wegschneiden. Das schaut dann so aus. Jetzt werden die Teller bei 1250 Grad gebrannt. Der Brennvorgang dauert in der Regel 2 bis 3 Tage, bis der Ofen wieder komplett kalt ist. Danke fürs Zuschauen.